Hallo und herzlich willkommen. Schön, dass ihr heute zur Preview vom FV4202P einschaltet. Und zu Beginn einfach direkt schon mal die beste Nachricht für alle, die den FV4202 schon hatten, beziehungsweise jetzt den Centurion Action X in die Garage gestellt bekommen haben. Ihr könnt diesen 4202 euch erspielen. Und das ist gar nicht so schwer, muss man diesmal sagen. Und zwar für alle, und das ist jetzt auch für diejenigen wichtig, die den noch nicht haben, für alle, die bis zum 18. Februar den Centurion Action X sich erspielen und den dann auch in der Garage haben, so wie ich das lese zumindest, muss er in der Garage sein, können dann ab dem 15. Februar bis zum 29. Februar daran teilnehmen, um sich eben diesen zu erspielen. Und die Aufträge sind überschaubar, und zwar, es gibt für Spielt ein Gefecht schon mal einen Ansetzer. Und dann gibt es einen Richterantrieb für 450.000 Schadenspunkte. Man denkt sich, ist jetzt ganz schön viel für einen Richterantrieb, aber sobald ihr diese beiden Teile erfüllt habt, bekommt ihr schon den Panzer. Und 450.000 Schadenspunkte in Summe zu machen im Tier 8 bis 10 ist definitiv möglich in der Zeit. Also da gab es schon schlimmere Grinds für andere Panzer. Und wer natürlich keine Lust drauf hat oder auch den Centurion Action X noch nicht hat, der kann sich den danach auch kaufen. Also diesen wird es auch zu kaufen geben. Ja, recht einfach. Und natürlich wollen wir wissen, wie schlägt er sich so im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Und ich habe euch hier mal dieses Sammelsorium zusammengefasst. Und zwar natürlich den FV4202, den sehr beliebten Patton KR, den ebenfalls sehr beliebten Panzer 58 Mutz, den M4A1 Revalorisé der Franzosen und den vielleicht für einige zumindest stärksten Tier 8 Premium Panzer, mittlerer Panzer natürlich, den T54 Prototyp. Und wir fangen mal ganz nüchtern an, und zwar beim DPM, also beim Schaden pro Minute. Und da ist der 4202 der schlechteste mit sogar unter 1800. Da schlagen sich die anderen deutlich besser. Top hier ist der T54 mit fast 150 mehr oder über 150 mehr. Aber, und das ist wiederum ein Punkt, wo er dann punkten kann, ist der Durchschlag. 226, da hat er deutlich mehr als jeder andere. Deutlich mehr als der Patton, schon nochmal etwas mehr als der Mutz, der M4A1 auch, und da ist der T54 sogar das Schlusslicht. Der Schaden, man sieht hier 230 ist bei allen eigentlich der Durchschnitt, nur hier natürlich M4A1, der hier ein bisschen hervorsticht. Feuerrate dementsprechend natürlich hier geringer, bei ihm etwas höher, um dass es sich ausgleicht, und auch die Nachladezeit dementsprechend. Das Kaliber hat er das kleinste, 83 mm, die anderen bei 90 oder 105. Und die Fluggeschwindigkeit, da ist er der zweitstärkste. Lediglich vom M4A1 ist die Fluggeschwindigkeit aber witzig schnell, 1460 oder 1,460 und er 1,020 Meter pro Sekunde. Das ist der Patton und der T54 die langsamsten. Die Einzielzeit 2,49 ist sehr lang, da wird er lediglich im negativen Sinne geschlagen vom M4A1. Alle anderen sind aber schneller und von der Genauigkeit her, da sind sie alle um ein ähnliches Niveau, da ist er mit 0,34 allerdings dann der Beste. Der Richtbereich nach oben sind 20 Grad, das zeige ich euch aber auch noch im Spiel, und nach unten, und das ist der viel wichtigere Wert, sind 10 Grad. Und da ist er auf einem sehr guten Platz. Da sieht man, das ist ein gleicher Wert wie der Patton KR, wie der Mutz. Da ist der M4A1 und auch der T54 deutlich schlechter. Also von dem her, das begünstigt ihn ein bisschen in seiner Spielweise. Gerade das Thema Turm ist hier sehr wichtig, dazu kommen wir aber gleich noch. Ihr werdet euch wahrscheinlich fragen, warum ich denn überhaupt den M4A1 hier in den Vergleich reingenommen habe. Das liegt daran, weil der 4202 auch der langsamste ist. Mit 35 km/h, da sind alle anderen 48, 50 beim Mutz, aber selbst der M4A1 ist nochmal 5 km/h schneller, also geschwindigkeitsmäßig einen Rekord wird er nicht aufstellen. Die Terrainwiderstände seht ihr, da ist er sehr gut, das merkt man auch im Spielen, dass er schnell auf Geschwindigkeit kommt und sich sehr gut verhält und manövrierbar ist. Lediglich der Mutz kann ihn hier in einigen Kategorien noch etwas den Rang ablaufen. Turmdrehgeschwindigkeit 37,54 Grad pro Sekunde. Da ist er ähnlich langsam wie der Mutz, aber im Spiel ist es absolut erträglich, also da gibt es keine negativen Abzüge.
aber da kommt jetzt der Abzug. Und zwar die Panzerung. 50, 50, 31. M4-1 ist da nochmal etwas schlechter mit 50, 38, 38, aber dafür ist es halt so, wenn der M4-1 offen ist, beziehungsweise den Gegner vor sich hat und eine bekommt, dann schlägt er halt härter zurück, als der 42-02 das macht. Also die Panzerung ist schon nochmal schlechter, als man es so von anderen mittleren Panzern bekommen hat. Die Turmpanzerung, und das ist wiederum der Vorteil, die ist wiederum vorne mit 170 brauchbar. Also es gibt durchaus manche Fälle, wo dann da was abprallt. 170, 90 und 90. Und da sieht man wiederum, nur der T54 ist hier etwas stärker. 180, 120 und hinten bei 75 gut. Aber hinten wird man wohl eh nicht so häufig auf den Turm bekommen. Aber wenn ihr den Hull down stellen könnt, dann bekommt ihr durchaus den ein oder anderen Abpraller. Hitpoints ist er im oberen Feld dabei, lediglich der Patton hat 1450, er 1400 und der Mutz und der T54 haben sogar nur 1300. Sichtweite 390 Meter, auch ab und an ja sehr wichtig für einen mittleren Panzer. Da ist sogar der T54 mit 63 Schlusslicht, 380 und 390 ist, sag ich mal, der gute Standard, den man sich so gönnen will. Feuerwahrscheinlichkeit, und das ist wiederum sehr hoch, sind 20%, lediglich der Patton hat genauso viel, aber der Mutz, M4A1 und T55 sind da mit 12 bzw. 15% besser. Die veranschlagten Kosten sind für diesen derzeit 8000 Gold, ob es dabei bleibt, weiß ich ehrlicherweise nicht, aber wir gehen davon aus. Und jetzt noch ein Punkt, der auch wiederum sehr wichtig ist für den Premium-Panzer, und zwar die Kosten der Granaten, und die sind derzeit von den normalen AP-Granaten bei 680, das zeige ich euch nochmal, aber im Spiel selber, also sehr teuer. Die anderen da mit 255, 300 und 252, deutlich günstiger. Und selbst der M4-1, wo dir die Granaten deutlich mehr Schaden machen, hat günstigere Granaten an Bord. Also das ist ein definitiver Nachteil. Das war der Vergleich, jetzt schauen wir uns nochmal die Panzerung von diesem an. Und wir sehen hier die Panzerung, das Panzerungsmodell, und sehen hier vorne unten, also die untere Front, auf die sollte man vielleicht gar nicht so schießen, weil die ist noch verhältnismäßig dick gepanzert, eher dann hier oben. Aber ihr müsst natürlich auf den Winkel aufpassen. Also wenn er so nach oben steht, dann prallt er ab, das hat man jetzt auch gesehen, steht hier Ricochet oder Ricochet. Und hier, wenn ihr so drauf schießt, also im normalen geradeausfahren, dann dürfte die Wahrscheinlichkeit sehr hoch sein, dass ihr da durchkommt. Ansonsten hier auch nochmal, da kommt man auch leicht durch, da ist eher schwierig zu beschießen. Der Gürtel hier um den Turm zwischen Wanne und Turm, der ist sehr stark, also da auf den braucht ihr nicht gehen. Da werdet ihr nichts anderes machen als keinen Schaden. Um die Kanone geht's auch, aber da gibt's auch sehr harte Stellen, also ein sicherer Schuss hier nicht unbedingt. Am Helm, da haben wir ja schon gesehen, die effektive Panzerung sind hier, je nachdem wie ihr drauf schaut, immer etwas anders. Und hier oben ebenfalls, aber da kommt man schon mal ganz gut durch als Gegner. Natürlich auch die Kommandantenkuppel oder hier die zusätzlichen Aufbauten leicht zu beschießen. Die Ketten sehen wir hier, 40 mm effektive Panzerung und hier oben sogar etwas mehr, 76 und 83 und natürlich hinten, da braucht man nicht drüber reden. Wenn da euch einer erwischt, dann ist da Schicht im Schacht, außer er schießt vielleicht mal auf den Turm und dann habt ihr Glück, aber ansonsten ist hier das Ganze ungedeckt. Ja, jetzt haben wir uns hier das Panzerungsmodell angeschaut, aber jetzt wollen wir doch den Panzer mal live im Spiel sehen. So, nun sind wir also jetzt hier im Hangar und jetzt sehen wir endlich mal das gute Stück, nicht nur in dem Panzerungsmodell, sondern wirklich, wie es aussieht. Und ja, optisch muss man sagen, ist er sehr gelungen, aber ist ja auch bekannt, ist jetzt nicht so, dass man sagt, oh, der schaut aber ja ganz anders aus, als man es sonst so gewohnt ist. Und jetzt ist natürlich auch wichtig, wie spiele ich den? Ich habe mir hier gerade eine recht gute Crew zusammengebastelt. Und zwar habe ich hier praktisch der Kommandant, der hat Tarnung, 6er Sinn, Waffenbrüder drauf. Also von dem her schon ganz schön in Ordnung. Auch da natürlich dann der Waffenbrüder und ruhige Hand beim Richtschützen. Der Fahrer, der hat Waffenbrüder, Meister am Bremshebel, Fahren wie auf Schienen, Geländespezialist bekommen und der Ladeschütze, die Waffenbrüder. Ansonsten Tarnung und so würde ich danach auf jeden Fall auch noch empfehlen. Tarnung schadet nie, auch bei mittleren Panzern kann man die durchaus sehr gut gebrauchen. Man sieht hier jetzt nochmal die Kanone, da sieht man hier 226 Durchschlag,
mit normal 258, also gar nicht so viel mehr. Mit Premium hat er dann die Streuung 0,35, die Zielerfassung 2,6, eben schon wie gehört. Der Turm eben 170, Panzerung 90, 90, dann seitlich und hinten drehen 36 Grad pro Sekunde. Der Motor eben meines Erachtens der Nachteil, aber das schauen wir uns gleich noch im Spiel so an, wie er sich da verhält. Die Ketten, naja, und das Funkgerät 57 Funkreichweite. Wir sehen 1400 Struktur, 510 PS eben, Höchstgeschwindigkeit 35 km/h, Wendegeschwindigkeit. Die Warnimpanzerung, wie gesagt, da passt einfach auf, dass ihr da am besten nur mit dem Helm hervorsteht. Da ist es dann etwas angenehmer. Ich habe es, wie gesagt, hier auf eine tatsächliche Geschütznachladezeit auf 6,6 Sekunden gebracht. Auch bedingt durch das, was ich nutze. Und zwar, ich fahre ihn mit Lüfter zweiter Klasse. Ich fahre ihn mit dem Ansetzer, um die Nachladezeit runterzubekommen. Also ab und an fahre ich auch Mediums. Und da habe ich schon das ein oder andere anhören dürfen. Aber ich selber fahre sie gerne mal mit Stabilisator. In dem Fall würde ich aber keinen Stabi reinbauen, weil wir haben gesehen, der niedrigste DPM, der muss kompensiert werden mit der Nachladezeit. Und last but not least kriegt er dann noch den Richterantrieb rein für eine schnellere Zielerfassung. Das Thema Verbrauchsmaterial und Munition will ich auch eins zeigen. Die Granaten, die normal sind, ist sehr teuer. 680, finde ich, ist gerade bei einem Premium, der ja auch Credits rausgeben muss, zumindest wissenswert. Und die Premium-Granaten kosten 4.400 pro Stück. Also das ist schon ganz happig. Ich denke, das war's. Jetzt haben wir den Panzer hier gesehen und jetzt schauen wir uns ihn in Aktion an. Also deswegen springen wir auch da jetzt ins Gefecht. So, wir haben also ein Matchmaking gefunden und sind hier in seinem Heimatgebiet auf dem Schlachtfeld angekommen. Und sehen hier auch nochmal im Vergleich so ein paar andere Panzer zu ihm. So ein Rheinmetall sehen wir hier in IS-3 T49. Und da kann man sagen von der Größe, ja, er ist okay. Nicht zu groß, nicht zu klein. Er ist halt ein Panzer geworden. Also, das passt. Wir haben hier ein 9er, 8er, 7er, 6er Gefecht, wenn man den dicken Max da noch reinzählt, der einen Zug gemacht hat mit dem Scout. Also von dem her, für jeden was dabei. Keine Artis, das ist sehr schön. Und wir legen gleich los. Man sieht schon, der FV hat direkt Aufmerksamkeit seitens der Gegner. Richtbereich nach oben. Mit dem kann man arbeiten. Ob es so unbedingt so viel sein muss, lasse ich einfach mal dahingestellt. Richtbereich nach unten, 10 Grad, immer sehr schön. Alles andere, er kommt gut in Tritt, nur die Endgeschwindigkeit. Das ist halt das Thema. Da ist er halt jetzt nicht der Flinkeste. Jetzt sehen wir hier mal den Vergleich zum Centurion 1. Ebenfalls Tier 8 Brite und auch wenn es jetzt hier gefühlt nicht so schnell ist, aber er kommt schon ein bisschen davon. Also, ihr dürft jetzt nicht erwarten, dass ihr den Scout machen könnt in einem Spiel. Ich hoffe, dass ich so hier ein bisschen bei dem Spiel außerhalb vom Fokus bleibe. Ihr habt es ja gerade schon im Chat gelesen, der FV, er fällt natürlich auf, noch gibt es ihn nicht und dementsprechend ist dann immer der Fokus da. Der T54 interessiert sich aktuell nur für mich zum Beispiel, wie man am Kanonenrohr unschwer sehen kann. Und hier bergauf, da schlägt er sich ganz wacker, muss man sagen. Aber jetzt sind wir gleich oben und dann können wir hoffentlich auch schon die ersten Schüsse setzen. Da ist ein Komet. Hier würde ich ja gerne direkt eine geben. Sehr gut, man hat auch direkt die schnelle Fluggeschwindigkeit der Geschosse gesehen. Also das muss ich sagen, das gefällt mir immer sehr, sehr gut, wenn so eine Granate schnell sein Ziel findet, man nicht unbedingt so viel vorhalten muss. Ja, Bulldog, da stehe ich. Muss man da aufpassen. IS-3 kommt da jetzt hoch, aber... Der wurde jetzt hier schön gekettet. Also der hat schon ein schwierigeres Leben. Weil man muss jetzt hier natürlich aufpassen. So ein T-54
Der kann auch mal schnell mal seinen Clip auspacken. So, ich bleibe jetzt mal hier so stehen. Habt ihr hoffentlich so die größte Variation aus. Ich gehe erstmal nicht auf und ich kann noch wirken. Ah, ich habe daneben geballert. Weil ich hier so aufgeregt bin, immer wenn ich so einen dicken sehe. Aber einer hat gesessen. Boah, da ist auch noch ein E75. Also da ist ja wirklich alles hochkarätige. Aber wenigstens bekommen sie immer ganz gut. Und jetzt muss man echt hier aufpassen. Jetzt kann ich noch mit der Gun Depression arbeiten. Gott sei Dank gerade von rechts beschussfrei. Und auch der Turm, der kann schon was abhalten. So, auch da unten da wieder der WZ. Der wird das nächste Sorgenkind darstellen. Mist, ey. Mist, Mist, Mist. Und jetzt bekommen wir hier die Hits rein. Sollte der WZ da mal langsam sterben. Ich würde es ja begrüßen, wenn er nochmal aufginge. Aber ich will den Turm auch nicht die ganze Zeit zur Seite halten. Aber wir schlagen uns hier sehr gut, würde ich mal sagen. Gott sei Dank. In dem Fall kann man auch ganz klar festhalten, keine AT im Spiel. Wir haben sie nicht mal angekratzt. Nicht aufgegangen von dem Schuss. Auch nicht aufgegangen. Der ging voll durch ihre Panzerung. Also es läuft hier sehr, sehr solide. Bisschen drüber gesemmelt, aber alles gut. Ich glaube, der E75 hat langsam auch kaum mehr Lust. Der T10 unten kommt jetzt hier auch langsam rum. Vielleicht unterstützt er hier so ein bisschen da mal die Auffahrt. Aber man muss dazu sagen, so ein E75, wenn der jetzt schießen sollte, der kommt natürlich durch meinen Turm locker durch. Also der hat da kaum Problem damit. Aber der T10 drückt jetzt immer weiter. Jetzt sollte man da mal. Uiuiui. Ich wollte gerade sagen, unterstützen. Aber das war dann doch zu schnell zu viel. Jetzt passe ich hier erstmal auf, dass ich nicht wieder da Richtung WZ runter eine drauf bekomme. Da bin auch wieder zu. Und wie gesagt, da sieht man mal, wie unterschiedlich die Charakteristik hier dieser Karte ist, mit und ohne Arti. Jeder liegt hier auf der Lauer, jeder wartet und man hat gesehen, der T10, wie schnell der da unten weggeschossen worden ist. So, der T34-3, der in der Mitte
war. Der ist jetzt leider auch zerstört worden. Aber von den Jungs traut sich natürlich ebenso wie wir keiner rüber. Und man muss ab und an einfach das Spiel in Ruhe gestalten. Ah, nicht mehr angekratzt. Schade, den Kill hätte ich aber sehr gerne gemacht. Die sind auch alle wirklich low von den HP. So, jetzt lade ich mal Premium durch. Zumindest für den Turm ist es ein bisschen angenehmer. Ah. Auch der nicht. Uiuiui, muss wieder aufpassen. Aber auch die sind natürlich ihres Zeichens da nicht unbedarft, was die Hits angehen. Also es ist wirklich ein Spiel auf Messerschneide. Nein, jetzt gebe ich dem noch einen. Und jetzt gucken wir hier mal rüber. Natürlich ging der nicht durch. T34-3 muss ich aufpassen, für den bin ich ein One-Shot. Und er für mich nicht. Allerdings, jetzt hat er geschossen. Und jetzt wieder rausgenommen. Der ging nicht durch. Wie so fies kämpfend im Busch. Allerdings jetzt nicht mehr. Das scheint aber wohl noch der Panther auch noch zu sein. Ja, tatsächlich. Wo sie denn nicht überall campen? Unglaublich einfach. So, der Blindshot, der war nicht mehr notwendig. T54 hat den rausgenommen. So, ISO scheint da nicht mehr zu stehen. Wir versuchen unser Glück. Weil auch der Gegner kommt ja langsam Richtung unsere Basis. Da müssen wir aufpassen. Gott sei Dank da noch ein Rheinmetall, der da steht. Und T34, die beide natürlich eine ordentliche Firepower haben. Und da ist doch die ISO. Schießt schon mal schön daneben. Und wird jetzt ordentlich Druck gemacht. Jetzt würde ich versuchen, mich mal seitlich ranzupirschen. Ja, hat gut geklappt. Die ist raus. Und jetzt ziehen wir weiter. Aber jeder ist halt irgendwie so ein bisschen angetrümelt. Also keiner wirklich mit HP gespickt. T54 scoutet da ein bisschen. Die Mitte hoffe ich mal. Ich mache auch erstmal nur einen Gucker.
Ob ich irgendwie aufgehe oder irgendjemand aufmache. Gibt's doch nicht. Ne. Muss ich vorsichtig sein. Der FCM ist da hinten. So, der hat... T54 hat den FCM rausgenommen. Und nun nur noch der Centurion am Leben. Ah, sehr gut. Wurde vom T54E1 zerstört und damit haben wir doch eine sehr passable Runde uns geleistet. 2756 Schaden und das nicht als Top-Tier. Da kann man doch sagen, das war doch in Ordnung. Und wir schauen mal, was es so gebracht hat. Es sind 44.438 dabei rausgekommen, 2756 eben gemacht. Wir sehen in der Auswertung, da sind wir von der XP auf Platz 3, im Schaden auf Platz 4. Also, ich bin sehr zufrieden mit der Runde und wir sehen, was kostet was. Gut, Auftragsabschluss beachten wir gar nicht, aber Munition auffüllen und ich habe wirklich nicht viel Premium geschossen, wie ihr gesehen habt, weil ich habe einfach dann irgendwann keinerlei normale Schüsse mehr gehabt und das geht dann sehr schnell ins Geld, also von dem her dann nur noch 44.000 raus. Also, unterm Strich leider durch den Teambeschuss trotzdem eine sehr schöne Runde und wir haben es gewonnen. Und ich hoffe, euch hat es gefallen. Wenn ja, lasst mir doch einen Daumen da. Ich wünsche euch weiterhin alles Gute. Bis zum nächsten Mal. Euer Alcaramba.